Ich bespreche mit dir die Wahlaufgabe 3 aus der letzten Abschlussprüfung im Fach Mathematik aus dem Jahr 2023. Das ist für die Realschule im Jahrgang 10 in Niedersachsen. Ja, ich zeige dir erstmal die ganzen Teilaufgaben. Die kannst du dann ja, wenn du möchtest, zunächst mal selber rechnen. Dazu müsstest du dann eben kurz immer pausieren, wenn ich das einblende. Danach gehe ich nochmal alle Aufgaben der Reihe nach durch und bespreche die dann in Ruhe mit dir. Ja, hier siehst du schon mal den Einleitungstext und die Aufgabe A. Hier haben wir dann die Aufgabe B. Da habe ich nochmal die Zeichnung zusätzlich nochmal dazu getan, weil du die da nochmal gebrauchen kannst. Da haben wir die Aufgabe C. Das hier ist die Aufgabe D. Und dann zu guter Letzt, so sieht die Aufgabe E aus. Gut, wir starten jetzt mit der Aufgabe A. Ja, und dazu dann erstmal herzlich willkommen. Ja, was ist hier zu machen? Eine Bergbahn im Harz fährt von einer Talstation zu einer Bergstation. Danny hat eine Skizze gezeichnet und einige Streckenlängen eingetragen. Okay, da unten ist die Talstation, hier links. Da geht es dann hoch zur Bergstation. Da gibt es einen Höhenunterschied. Es geht ja hoch. Hier sind Streckenlängen. Ja, einmal die Horizontalentfernung und einmal die Streckenlänge, ja, auf der Strecke selbst dann. Und hier tritt dann so ein Winkel Alpha auf. Ja, Teilaufgabe A, berechne den Höhenunterschied h. Wenn du das mal anschaust, rechtwinkliges Dreieck, zwei Seiten sind vorgegeben, eine fehlt. Okay, das ist natürlich Satz des Pythagoras. Das kriegen wir hin. Also, Summe der Kathetenquadrate ist gleich dem Hypotenusenquadrat. In dem Fall also h hoch 2 plus 5,53 hoch 2 ist gleich 5,57 hoch 2. Ja, die beiden kurzen Seiten im rechtwinkligen Dreieck zusammen, jeweils zum Quadrat, sind genauso viel wie die lange Seite zum Quadrat. Das muss nach h aufgelöst werden. Dann würde ich erstmal minus 5,53 Quadrat rechnen. Dann ist also h Quadrat 5,57 Quadrat minus 5,53 Quadrat und im zweiten Schritt dann die Wurzel h gleich 5,57 Quadrat minus 5,53 Quadrat. So, und aus dem Ganzen dann die Wurzel. So, da nehme ich den Taschenrechner dazu. Da ist er. Also 5,57 zum Quadrat minus 5,53 zum Quadrat ist gleich. Daraus die Wurzel, dann sind das also 0,67 h ungefähr gleich 0,67. Da war ja alles in Kilometern, dann kommen da auch Kilometer raus. Ja, das ist schon die Teilaufgabe A gewesen. Okay. Machen wir direkt weiter mit Aufgabe B. Danny hat den Steigungswinkel Alpha der Bergbahn berechnet. Sein Ergebnis für Alpha ist ungefähr 7 Grad. Bestätige mit Hilfe einer Rechnung, dass Dannys Ergebnis richtig ist. Okay, wir sollen also rechnen. Dann kriegen wir da Alpha raus und dann sollen wir gucken, ob das ungefähr 7 Grad ist. Okay, wie gehen wir da jetzt vor? Wir haben wieder ein rechtwinkliges Dreieck, ist ja immer noch dieselbe Aufgabe.
Die zwei Sachen da sind wieder vorgegeben. H hätten wir jetzt auch ausgerechnet, aber wir kommen da sogar ohne den Wert für H aus, weil wir können hier mit Sinus, Cosinus, Tangens irgendwie was machen. Merksatz, Gaga, Hummel, Hummel AG. Wenn ihr das jetzt gar nichts sagt, unten im Beschreibungstext habe ich ein entsprechendes Video verlinkt, das hier diesen Merksatz hier erläutert. Ja, was ist denn jetzt hier gegeben? Wir haben ja jetzt hier den Winkel Alpha, um den es geht. Ja, darum geht es. Und gegeben ist die Hypotenuse und die Ankathete, also die Kathete, die an diesem Winkel dran ist. Hypotenuse, Ankathete haben wir hier. Ja, das heißt also Sinus, Cosinus, Tangens. Das ist also Cosinus. Wir müssen also mit Cosinus rechnen. Das heißt also in dem Fall Cosinus Alpha ist gleich Ankathete durch Hypotenuse. Ankathete, das sind diese 5,53. Und die Hypotenuse, das sind diese 5,57. Ja, dann muss ich das ausrechnen, mache ich gleich. Und dann halt die Umkehrung von Cosinus dann noch anwenden. Cosinus hoch minus 1, dann ist Alpha also gleich Cosinus hoch minus 1 von 5,53 durch 5,57. Also Alpha gleich oder ungefähr gleich. Ich hole mal wieder den Taschenrechner dazu. 5,53 geteilt durch 5,57 ist gleich, und davon jetzt Cosinus hoch minus 1, 6,87 Grad. So, und was sollten wir jetzt nochmal da überprüfen? Bestätige mit der Hilfe einer Rechnung, dass Dannys Ergebnis richtig ist. Und Dannys Ergebnis war ja ungefähr 7 Grad. Das kommt also hin. Also, das passt da ungefähr gleich 7 Grad. Ja? Gut, das war die Aufgabe B. Machen wir weiter mit Aufgabe C. Eine Bergbahn in den Alpen hat eine Steigung von 9%. Entscheide mit Hilfe einer Rechnung, welche Bergbahn die größere Steigung hat. Okay, da ist wieder irgendwas mit Dreiecken. Gerade im Harz, nur noch mal zur Erinnerung, da hatten wir diese 6,87 Grad. So, und jetzt haben wir hier in den Alpen, haben wir jetzt 9%. Das kann man jetzt natürlich nicht direkt vergleichen, ja, weil eine Gradangabe ist was anderes als eine Prozentangabe. Du musst jetzt wissen, was das mit diesen Prozenten heißt. Das kommt eigentlich relativ häufig in Klasse 10 vor. Also eine Prozentangabe heißt Folgendes bei einer Steigung. Wenn da 100 Meter Horizontalentfernung überwunden werden oder zurückgelegt werden, dann bedeutet 9% Steigung, dass es hier dann um 9 Meter hoch geht. Ja? Also immer auf 100 Meter geht es dann 9 Meter hoch. Und wir hatten ja im Harz, hatten wir den Winkel da unten links in der Ecke ausgerechnet, sozusagen den hier. Wir wollen jetzt wissen, ob bei diesem Beispiel mit den 100 und mit den 9 Metern, also mit den 9%, ob da der Winkel größer oder kleiner ist. Wir wollen also den Winkel da ausrechnen. Im Harz, das war ja dieser Winkel Alpha, dann nenne ich den jetzt mal hier Beta. Ja, wir haben wieder ein rechtwinkliges Dreieck. Zwei Seiten sind vorgegeben. Winkel wollen wir ausrechnen. Was sind das denn hier für Seiten? Das ist die Gegenkathete, das hier ist die Ankathete.
Schau mal hier durch, was kommt da in Frage? Hier das dritte. Sinus, Cosinus, Tangens, das ist also Tangens. Tangens Beta ist also gleich Gegenkathete durch Ankathete, also 9 durch 100. Ja, ähnlich wie gerade, Tangens hoch minus 1 dann ist Beta gleich Tangens hoch minus 1 von 9 durch 100. Beta ist dann ungefähr gleich. Taschenrechner. Also, das hatten wir gerade, das war von Aufgabe B. Jetzt müssen wir 9 durch 100 ist gleich. Und dann Shift Tangens. Beta sind 5, oder ungefähr gleich 5,14 Grad. Ja, was war jetzt nochmal die Frage? Entscheide mit Hilfe einer Rechnung, welche Bergbahn die größere Steigung hat. Ja, okay. Die in den Alpen, da geht es mit 5 Grad nach oben. Im Harz ging es mit 6,8 Grad nach oben. Das heißt, die Bergbahn in den Alpen war flacher, die im Harz war steiler, genau. Die Bergbahn im Harz ist steiler. Also Antwort, da muss jetzt also irgendwie stehen, Harz hat die größere Steigung, ja, also die Bergbahn im Harz hat die größere Steigung. Gut, ja, so viel zur Aufgabe C. Kommen wir direkt zur Aufgabe D. Danny behauptet, die Steigung einer Strecke kann höchstens 100% betragen. Zeige, dass Dannys Behauptung falsch ist. Okay, also das ist definitiv falsch. Steht schon in der Aufgabe. Wir müssen jetzt nur noch zeigen, dass es also wirklich falsch ist. Wir müssen uns also auch noch irgendwie erläutern. Ja, 100% Steigung, was wird das denn bedeuten, wenn du nochmal an gerade denkst? 9% Steigung bedeutet, auf 100 Meter nach rechts geht es 9 Meter nach oben. Das würde bedeuten, bei 100% Steigung würde es auf 100 Meter Horizontaldifferenz dann entsprechend halt auch 100 Meter nach oben gehen. Das ist so ein halbes Quadrat sozusagen. Und da hast du natürlich dann automatisch einen Winkel von 45 Grad. Ja, und der kann ja durchaus steiler sein, also zum Beispiel 50 Grad wäre ja auch möglich. Dann wäre also eine Steigung von über 100% auch möglich, ja, also zum Beispiel 120%. Das wäre dann noch nicht irgendwie steiler als die Senkrechte. Gut, eigentlich ist die Zeichnung schon ziemlich erklärend, sage ich mal, aber trotzdem muss man da jetzt noch was schreiben. Dann schreibe ich jetzt hier auch noch mal beispielhaft etwas auf. Also 100% Steigung bedeutet 45 Grad Steigungswinkel. Die Steigung kann aber durchaus größer sein, zum Beispiel 50 Grad. Gut, dann haben wir Aufgabe D auch erledigt. Und dann kommt nur noch die Aufgabe E. Damit Züge in Kurven schneller fahren können, werden die Gleise etwas geneigt. Die maximale Geschwindigkeit hängt vom Neigungswinkel Alpha ab. E. Bestimme die maximale Geschwindigkeit, mit der ein Zug bei einem Höhenunterschied von U gleich 217 mm durch die Kurve fahren darf. Dann siehst du da eine Tabelle für verschiedene Neigungswinkel in gewissen Bereichen und dann entsprechend die maximale Geschwindigkeit, die dazugehört. Ja, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen also jetzt hier in dem Dreieck hier den Winkel Alpha bestimmen und dann in dieser Tabelle schauen, ja, in welchem Bereich bin ich dann, damit ich dann hier die Geschwindigkeit entsprechend zuordnen kann. Okay, also letztendlich müssen wir jetzt erstmal
Alpha ausrechnen. Da siehst du wahrscheinlich auch wieder auf einen Blick, es sind zwei Seiten vorgegeben von dem Dreieck und der Winkel ist gesucht. Wir sind also wieder mit Gaga Hummel Hummel AG unterwegs, ja, also wieder trigonometrische Funktion. Mal eben kurz überlegen, was das ist. Da ist ja der Winkel Alpha, dann haben wir die Hypotenuse und da ist der Winkel Alpha und das da gegenüber ist dann die Gegenkatheter, also Gegenkathete und Hypotenuse. Hier der erste Fall, also Sinus. Ja, Sinus Alpha ist gleich Gegenkathete durch Hypotenuse. Die Gegenkathete ist dieses U und das U, das sind 217 mm. Und die Hypotenuse steht ja da in der Zeichnung, das sind 1435, ebenfalls Millimeter. So, also muss ich wieder hier mit der Umkehrfunktion arbeiten. Dann erhalte ich Alpha gleich Sinus hoch minus 1 von 217 durch 1435. Alpha ungefähr gleich. Das gebe ich jetzt wieder in den Taschenrechner ein. ...217 geteilt durch 1435. Und davon die Umkehrung von Sinus. Dann habe ich 8,70 Grad. So, und was mache ich damit? Mit diesem Wert schaue ich jetzt hier in die Tabelle mit diesen 8,70 Grad und schaue, in welchem Bereich ich bin. Und dann sehe ich ja in der untersten Zeile, da, wenn Alpha größer oder gleich 8,6 Grad ist, das ist ja hier der Fall, dann darf man maximal 90 km/h schnell fahren. Ja? Also, wenn du dann eine Antwort formulierst, dann muss da auf jeden Fall drin stehen, maximal 90 km/h. Ja, also der Zug darf maximal 90 km/h schnell fahren. Das war die ganze Wahlaufgabe 3. Ich hoffe, es war nachvollziehbar. Ansonsten lass mir gerne unten eine Frage da. Empfiehl meinen Kanal weiter. Schau dir meine anderen Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.